Wahrscheinlich bist du auf meinem Kanal unterwegs, weil du gerne Querflöte spielst. Du schaust meine Videos, weil dich das Instrument Querflöte interessiert und fasziniert und weil du dich auf ihm verbessern möchtest. Vielleicht bist du aber auch insgesamt an Musik interessiert und möchtest dir durch das Erlernen des Instrumentes ihre gesamte Vielfalt erschließen. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen Video möchte ich zusammen mit dir herausfinden, warum aktiv Musik machen etwas so Besonderes ist und was es mit uns anstellt. Bleib unbedingt dran! Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum du das Instrument Querflöte lernen möchtest? Warum du dich durch Höhen und Tiefen quälst und immer weitermachen musst und einfach nicht davon loskommst? Du hast einen regelrechten Forscherdrang entwickelt. Wenn du etwas erreicht hast, dann musst du weitermachen, um zu schauen, was danach kommt. Vergleichbar einem spannenden Buch. Ich kann es nicht aus der Hand legen, weil ich einfach wissen muss, wie es weitergeht. Irgendetwas treibt dich an. Vielleicht hast du dich nie gefragt, was es ist. Ich möchte der Sache heute mal auf den Grund gehen und versuchen herauszufinden, warum wir eigentlich Musik machen. Was passiert denn, wenn du Flöte übst? Zuerst musst du dir bewusst Zeit nehmen dafür. Du planst dein Üben und schaffst dir damit einen Freiraum. Du schaffst dir damit eine Auszeit und eine Pause vom Alltag. Du kannst komplett abschalten, weil du deine gesamte Konzentration auf das Üben richtest. Du tust also damit etwas für dich selbst. Du tust deiner Psyche, deiner Seele etwas Gutes und kannst daraus für dich wiederum Kraft ziehen. Es gibt aber auch die technische Seite. Du schulst deine Motorik und Koordination. Du trainierst dein Gehirn zum Multitasking, denn du musst so viele Dinge auf einmal gleichzeitig schaffen. Du musst Noten lesen, du musst Rhythmus lesen, du musst das Gelesene in Griffe umsetzen, du musst auf Dynamik, Artikulation und Spielanweisungen achten, du musst Ton und Stil im Fokus behalten, du musst etwas vorauslesen, damit du eben nicht so überrascht bist von dem, was kommt. Kurz gesagt, du musst an 1000 Dinge gleichzeitig denken. Gleichzeitig arbeitest du natürlich an deiner Konzentration und an deinem Durchhaltevermögen. Dann gibt es noch die Gefühlsseite. Musik lässt Gefühle entstehen, positive wie negative. Musizieren lässt Glücksgefühle entstehen, bringt dir aber auch Ärger ein. Vielleicht lernst du ja darüber besser über den Dingen zu stehen und die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Du kannst absolute Höhenflüge erleben und Erfolgserlebnisse richtig feiern, wenn du etwas geschafft hast. Du kannst vor Glückseligkeit platzen und du lernst auch Rückschläge einzustecken und damit umzugehen. Doch auch das Hören von Musik ist ein sehr intensives Erlebnis. Wer kennt es nicht, dass einem beim Hören seines Lieblingsstückes ein Schauer über den Rücken läuft? Auch verbindet man Musik gerne mit bestimmten Gefühlserlebnissen und Erinnerungen. Du erlebst also mit der Musik die gesamte Gefühlspalette. Wenn du Kammermusik machst und mit anderen gemeinsam musizierst, wird der Nutzen noch größer. Es ist durchaus persönlichkeitsbildend, denn du bist nur so stark wie das schwächste Glied. Du musst sowohl technisch als auch mental über den Dingen stehen. Du musst dich selbst zurücknehmen, um auf den anderen zu achten. Du wirst zum Teamplayer, in dem du Rücksicht nimmst. Nicht umsonst gibt es Teambuilding-Coachings bei Firmen, in dem die Firmenangestellten gemeinsames Musizieren üben. Wenn du in solch einem funktionierenden Team spielst, ist es unglaublich bereichert.
Du wächst gemeinsam mit den anderen und erlebst einen verstärkenden Effekt dadurch, dass du deine Erfolgserlebnisse mit den anderen teilst. Für Kinder und Jugendliche ist es gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig, aktiv zu musizieren. In unserem digitalen Zeitalter, wo alles so wahnsinnig schnelllebig ist und man vor Reizüberflutung überhaupt gar nicht weiß, was man zuerst machen soll, ist es so wichtig, konsequent an etwas dran zu bleiben und durch eigene Kraft etwas Eigenes mit seinen Händen zu schaffen. Ich spiele in einem Kammerorchester schon seit Ewigkeiten. Und dieses Kammerorchester, das hat sich auf Kinder- und Familienkonzerte spezialisiert. Wir finden es wahnsinnig wichtig, etwas für den musikalischen Nachwuchs zu tun. Musik ist ja kulturgeschichtliches Gut. Und uns ist es wahnsinnig wichtig, dass wir das eben weitergeben und dass es gerade in dieser heutigen Zeit eben nicht aus dem Fokus gerät. Also wir bilden sozusagen die Kinder und Jugendlichen fort und ziehen uns gleichzeitig das Konzertpublikum von morgen heran. Wie gesagt, wir machen sowohl Kinder- als auch Familienkonzerte. Die Familienkonzerte sind ganz oft in der Berliner Philharmonie oder in anderen größeren Sälen. Die sind auch voll, also die Nachfrage ist da. Und die Leute, die da hinkommen, das ist schon ein konzerterfahrenes Publikum, vor allem natürlich die Eltern. Das sind ja diejenigen, die das ihren Kindern weitergeben wollen. Die bringen ihre Kinder natürlich dahin, damit sie an Musik herangeführt werden und damit sie diese erleben können. Diese Familien und auch diese Kinder sind schon mit Musik vertraut. Anders ist es dann schon bei den Schülerkonzerten. Wir fahren auch in Schulen. Und da haben wir natürlich dann eine ganze Schulklasse bzw. eine Turnhalle oder eine Aula voll mehrerer Schulklassen. Dementsprechend groß ist natürlich das Tohuwabohu und dementsprechend klein ist leider auch oft die Konzentration. Und da merkst du so richtig, dieses Publikum ist in der Regel nicht konzertaffin. Die kennen das nicht, manche schon, aber der Großteil nicht. Und deswegen ist diese Arbeit fast noch wichtiger, dass wir denen überhaupt mal die Augen öffnen, dass es sowas gibt, dass da jemand live ist und für sie Musik macht. Aber mit der Konzentration ist es echt nicht weit her. Also gerade wenn so viele Kinder sind, die sind nicht in der Lage, sich über längere Zeit auf ein und dieselbe Sache zu konzentrieren. Also umso wichtiger, dass wir das machen. Wenn die eine Fernbedienung hätten, würden sie uns auch durchaus mal zwischendrin abschalten. Also aktiv Musik machen ist für Kinder und Jugendliche absolut persönlichkeitsbildend. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, dass sie über längere Zeit kontinuierlich an etwas dranbleiben müssen und eben nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen, wenn mal etwas nicht klappt, sondern dass sie sich sozusagen selbst am Schopf wieder aus dem Sumpf ziehen, natürlich mit Hilfe des Lehrers im Optimalfall, und dann eben dranbleiben und weitermachen und daraus eben wieder wachsen können. Sie können also die tolle Erfahrung eines selbst erarbeiteten, reellen Erfolges machen. Natürlich haben nicht alle Eltern das auf dem Schirm und nicht jeder kann sich das leisten. Aber an der Stelle, finde ich, ist es nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, also dass man Kindern und Jugendlichen das Musizieren wirklich ermöglichen sollte, weil es einfach so wichtig ist für die persönliche Entfaltung. Nicht vergessen darf man natürlich die heilende Wirkung von Musik. Nicht umsonst wird sie ja auch als Therapieform eingesetzt. Sie hilft erwiesenermaßen gegen Depression, Stress, Panikattacken und auch Demenz. Musiker und Tänzer haben tatsächlich ein geringeres Demenzrisiko. Musizieren verändert die Hirnstruktur und kann älteren Menschen daher helfen, geistig, körperlich und sozial fit zu bleiben. Wer ein Instrument spielt, läuft weniger Gefahr, im Alter an Demenz zu erkranken. Und das Erlernen eines Instruments in der Kindheit hat über das ganze Leben einen schützenden Effekt für das Gehirn. Wie geht es dir mit dem Musikmachen?
Was erlebst du, wenn du Querflöte spielst? Welchen Mehrwert ziehst du aus dem Erlernen deines Instrumentes? Das fände ich ja total toll, wenn du das mal in den Kommentaren teilen würdest. Ich fände super, wenn wir ein bisschen in den Austausch geraten würden und uns gegenseitig unsere Erfahrungen erzählen würden. Diesmal war das Video kein Querflöten-Tutorial. Trotzdem finde ich, dass sich das lohnt, sich mal über diese ganze Geschichte und die Hintergründe Gedanken zu machen. Gib mir doch einen Daumen nach oben für das Video und abonniere meinen Kanal. Und beim nächsten Mal üben wir wieder zusammen Flöte. Versprochen!